Moin und herzlich willkommen zu Federstiel und Tintenklecks. Mein Name ist Janne. Ich bin Sebastian. Und wir stellen euch heute den Felix Westenberger 01 vor. Der wurde uns freundlicherweise zugeschickt von Felix Westenberger. Der macht normalerweise Trauringe und hat sich mal an Kugelschreibern versucht. Und heute stellen wir euch seinen ersten Füller mal vor, der mit Damaszenerstahl gemacht wurde. Und ihr könnt gespannt sein, wir sehen uns am Tisch. Ganz viel Spaß! Hier haben wir den Westenberger 01. Felix Westenberger, ein Trauringschmied in der Nähe von Mannheim, der sich an Kugelschreibern versucht hat und dann mal sich an einem Füller versucht hat. Hier seht ihr schon die schöne Kappe aus Damaszenerstahl. Das nennt sich wohl Balbach Damaszenerstahl. Ich habe da keine weitere Information zu, was Balbach ist. Ob das der Name ist von der Region, wo das herkommt oder so, oder die Technik, wie der Stahl aussieht. Da bin ich leider nicht so firm drin. Ich finde ihn einfach nur schick. Diesen Stahl passt sehr gut, hat so eine leichte Holzoptik, würde ich meinen. Felix hat mir noch mal ein Stück Metall mitgeschickt. Aus diesem Stück, wie sieht man schön hier oben, sieht aus wie ein Fingerabdruck. Mal gucken, ob er das hinkriegt. Nicht meine Finger. Du sollst den Stahlstahl scharf stellen. Da jetzt. Sieht aus wie ein Fingerabdruck. Oben der Stahl. Das ist quasi das Rohmaterial, woraus die Kappe gemacht wurde. Ich Oder finde aber auch, das das Griffstück. sieht Ja, aus wie Holz von der Seite. Also ja, ne? das Also ich habe auch erst gedacht, das ist Holz und habe es angehoben und dann, oh, das ist ganz schön schwer. Der Füller selbst ist auch relativ schwer. Aber so dieses Stück hier, das ist quasi das, woraus dann die Kappe bzw. das Griffstück gemacht wurde. Das ist hier das Rohmaterial. Sehr cool. Danke schon mal an Felix dafür, dass ich das so zeigen durfte, weil das habe ich auch noch nie in der Hand gehabt. So, zum Füller wieder zurück. Ihr seht vorne die Kappe aus Damaszenerstahl, ne, also schön aus dem Vollmaterial gearbeitet. Sehr, sehr schön. Dann kommt hier ein kleiner Zierring. Das ist auch Messing, Vollmetall. Ein schwarzer Schaft aus Ebonit und dieser Schaft endet dann hier hinten auch wieder mit einem Messing-Zierring und das Kappenende ist dann mit einem Logo und auch wieder mit Damaszenerstahl verziert. Ich weiß jetzt nicht, was das Logo bedeutet, ob das das Logo ist von Felix, das vermute ich ganz stark, aber ich habe von ihm auch die Information, das hier ist ja ein Custom-Füller. Ihr könnt hier im Prinzip alle Wünsche äußern, die ihr habt, und er versucht das dann entsprechend umzusetzen. Also Farben, Logo hier hinten, Lasergravuren, auch auf der Feder sollte wohl kein Problem sein, so wie ich es verstanden habe. Also hier sind alle Wünsche offen. ist der ganz komplett selber gemacht? Du hast dann Fussel Der drin. ist komplett selber gemacht. Ah ja, danke. Komplett selber gemacht. Bis auf die Feder und Tintenleiter ist alles von Felix Westenberger. Auch der Stiel hinten? Ja. So, dann wollt ihr bestimmt sehen, wie jetzt der Füller von innen aussieht, ne? Oder beziehungsweise das Griffstück. Und jetzt kommt hier erstmal noch nicht das Griffstück zum Vorschein, also doch schon ein bisschen. Aber ihr seht ein Magnetverschluss. Das Geräusch gefällt mir aber nicht so gut. Da hatten wir schon schönere. Ja, gut, aber ist schon lustig. Ist schon lustig, ja. Und ist echt schön. Und der Magnetmechanismus ist, man fängt an zu wirken. Das können wir gleich nochmal ausprobieren, wann das losgeht. Aber jetzt seht ihr schon mal hier das Griffstück. Kappe von innen, ne, natürlich Vollmetall. Kein Gewinde drin, sondern wie gesagt mit Magnetverschluss. Griffstück auch aus Damaszenerstahl, aus den Vollen gefräst. Auch eine sehr schöne Maserung der Stahl. Und vorne habt ihr dann eine Schmittfeder verbaut. Hier ist eine Schmittfeder in der Größe M drin mit dem normalen Plaste-Tintenleiter. Da sind auch alle Wünsche offen.
Goldfeder, Titanium, alles was ihr wollt, alles möglich. Da dürft ihr gerne Wünsche äußern. Ich verlinke die Seite von Felix nochmal bei uns in der Infobox, da könnt ihr dann nachschauen. Da sind ein paar Kugelschreiber und viele Ringe. Für den Füller müsst ihr dann eine E-Mail schreiben oder über die Kontaktseite, glaube ich, gehen. Oder sonst auch auf Instagram unterwegs. Ich verlinke euch das alles, da könnt ihr euch dann schlau machen. Allerdings ist der Füller auch nicht ganz billig. Wie gesagt, ist ein Custom-Füller. Das kauft man sich nur einmal und hat dann quasi ein Unikat für sich. Weißt du, in welchem Preisbereich der liegt? Der liegt knapp unter 600 Euro. So wie der jetzt hier ist mit der Stahlfeder, sind wir hier bei 590 Euro. Mit der Schmidtfeder, mit dem Konverter. War der dabei? Der Konverter ist dabei. Und hier dieses Gewinde ist auch aus Vollmessing gefräst. Und hier der Ebonitschaft. Das ist wirklich federleicht im Gegensatz zu dem Rest vom Füller. Was ist Ebonit? Ebonit ist ein Kunststoff. Ach so. Das ist ein Harz. Hm. So. Schließt wunderbar. Keine Kanten, keine irgendwelche Fehler, irgendwas. Ist wirklich perfekt gearbeitet. Und hier haben wir so einen kleinen Übergang vom Griffstück in dieses Messing, in den Messingzierigen und was auch gleichzeitig das Gewinde ist für die für den Schaft hinten. Wenn ihr den Füller jetzt haltet, Griffstück ist ausreichend groß. Die Kante merkt ihr nicht, wenn ihr schreibt. Ich hatte den jetzt schon ein paar Tage mit auf Arbeit, konnte den schreiben. Schreibt sich schon mal sehr gut und hält sich auch gut in der Hand. Ihr merkt hier keine scharfen Kanten, nichts. Ihr habt vorne auch, hier seht ihr eine leichte Verjüngung zur Mitte hin, was sich wieder aufbaut zur Feder. Habt ihr wie so einen Griffstopp vorne dran und dann nochmal eine extra Kante, wo dann nachher die Feder mündet. Alles super verarbeitet, alles passt genau, hier stimmt wirklich alles. Aber jetzt wollt ihr bestimmt sehen, wie der schreibt. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Achso, nee, machen wir noch nicht. Ich wollte euch ja zeigen, wann der Magnetmechanismus losgeht. Muss ich mal, habe ich schon reingezoomt? Bin ich schon am Ende hier? Ich glaube, wir haben ein bisschen Spielraum. So, dann wollen wir mal gucken, wann wir das hier mit der Magnet da. Also ziemlich früh. Und was ich euch auch gleich zeigen kann, und das werde ich auch Felix noch sagen, weil er war auch sehr für Kritik und Feedback offen, so ein Rollstopp, den vermisse ich hier schon. Der hat halt keinen Clip, ne? Der Stopp. Kein, ne? Clip, kein Nupsi. Wenn ich euch mal hier den Calamus zeige, den Aratrum, der ist ja auch aus Edelstahl gefertigt und der hat hier so einen kleinen Pin dran. Aber? Und der rollt dann eben nicht, der bleibt dann da so. Der Nupsi sieht natürlich auch nicht schön. Genau, müsste man mal überlegen, was man da machen kann. Deswegen würde ich mit Felix noch mal ein bisschen hin und her schreiben oder telefonieren. Sowas, da kann man doch sich einfach auf den Tisch legen. Ja, aber dann hat, oder? Wenn man, ja, Janne meint jetzt hier so einen kleinen Acrylpuck oder sowas, dann könnte man den auch in so eine Ablage reinlegen. Ja, aber wenn man schreibt und die Kappe nicht zur Seite, läuft die Kappe ja auch weg. Ne? Also man müsste dann immer was dabei haben. So, wir wollten schreiben. Also wir müssen aufpassen, dass die Kappe dann entsprechend gut gelagert ist, weil aufkappen geht nicht. Hat ja. Also das funktioniert nicht. Hinten kein Magnet. Also es ist nur wirklich ein Zentimeter, den man, glaube ich, hier raufstecken kann. Und ich glaube auch nicht, dass das hinten dem Kappenende so gut tut. Ich glaube, das verschrammt dann eher, weil das ja wirklich alles Vollmetall ist. Gut, dann wollen wir mal schreiben. Wir haben hier einen Felix Westenberger 01. Und Felix hatte noch gar keinen Namen. Wir haben uns den einfach mal schnell zusammen ausgedacht. Und dann haben wir gesagt, wir nennen den Westenberger 01, weil sein Name da mit drin ist. Und das ist der erste Füller, den er gemacht hat. Deswegen haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir den im Video dann Westenberger 01 nennen. Du musst eigentlich noch einen Hashtag vormachen. Oder ja. Weil, ob es jetzt der finale Name wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall die erste Serie, die er gemacht hat, deswegen Westenberger 01. Hier haben wir die Federstärke M mit einer Schmidtfeder.
Wieg ist ja variabel, deshalb müssen wir mal schauen. Deswegen habe ich es auch hingeschrieben, weil da kann jede Feder rein, die ihr gerne haben möchtet. Das ist umsetzbar, hat er mir gesagt. Jetzt habe ich vergessen, ich weiß, dass hier Rohre an Klingeln drin ist. Janne, geh mal ins Tintenregal und hol mal die Rohre an Klingeltinten raus, die blau-schwarze. Ich glaube, Verdignis oder so heißt die, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher. Hier gleich im zweiten Regal. Einfach reingreifen. Die mit dem Silberdeckel. Ja, genau. Rohre und Klingen. Ja. Verdingris oder wie Ja, das gib mal her. heißt? Genau. Die habe ich hier in den Konverter eingefüllt. Rohre und Klingen. Verdigris, eine schöne blau-schwarze Tinte, die passt super zum Füller, wie ich finde. Jetzt muss ich, aber das Wort ist halt schwer. Verdigris, so, abgeschrieben. Ne, also, ich finde die Farbe echt schön. Ist das ein Schwarz? Ein schwarz-blau. Also, ich glaube, ein schwarzes Thiel. Irgendwie so. Ganz, ganz lustige Farbe. Ich mag die total und zu dem Füller passt die einfach sehr, sehr gut, finde ich. Da habe ich auch vor dem Regal gestanden und überlegt, was ich da reinmache. In Schwarz wollte ich nicht unbedingt reinmachen und sollte schon ein bisschen was Extravagantes sein. So, dann schreiben wir noch schnell. Ist das eine Stahlfeder? Das ist eine Stahlfeder. Aber du kannst auch eine Goldfeder reinmachen, wie ich gesagt habe. Also, das Ja, ist nee, mich hat variabel. nur die Feder jetzt interessiert. Also alles, was ihr möchtet, ist umsetzbar. The Quick Brown Fox. Einfach mit Preppy-Feder. Nein. Muss ja eine Feder sein, die man nachkaufen kann. Ach so, kann man die nicht Aus dem nachkaufen? Zubehör. Kannst ja nicht da ausbauen oder wieder einbauen. Also es würde schon gehen, aber. Ja. So, eine Schmidtfeder. Die hier ist ziemlich klein. Aber schaut mal, Minimal. man kriegt es hin. Ah, hier sieht man schon die Farbe. So sieht es dann aus. Ach, in echt sieht es viel schöner aus. Das ist ja doof in der Kamera. Ist auf jeden Fall heller. Das sieht ja fast blau aus. Ist auf jeden Fall wie so ein Petroleumton. So, wie gesagt, ich hatte ja hier schon mit dem Griff, hatte ich schon erzählt. Alle, die jetzt Bedenken haben, dass das rutschig ist oder so, ist es nicht. Braucht ihr keine Angst haben und es wird auch sehr schnell warm. Es lässt sich wirklich sehr gut anfassen und die Finger haben noch so leichte. Durch die Maserung vom Stahl noch so leichte Konturen zu fühlen. Also es macht Massage. ja wie Massage, genau. Also die Finger, die merken ja, dass da irgendwie noch eine Maserung drauf ist, noch irgendwie was dran ist am Griffstück. Es macht Spaß, ihn anzufassen. Ne? Also es ist wirklich, also ich habe die Kappe auch ständig in der Hand und drehe die in meinen Fingern, weil das macht einfach Spaß, den in der Hand zu haben, den Füller. Und natürlich dann auch mit der Magnetkappe, das ist schon ein lustiges Gimmick. So, das war jetzt mit rechts geschrieben. Ich bin gespannt, wie Janne dann mit links schreibt, aber eine Schmidtfeder hatten wir, glaube ich, schon mal. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, damit konntest du ganz gut schreiben. Ich Dann erinnere mich nicht dran. tauschen wir jetzt mal die Plätze und Janne schreibt jetzt mal mit links. So, jetzt bin ich dran mit Schreiben. Ja, bin gespannt. Du hast ihn heute zum ersten Mal in der Hand. Ne? Du Ja. kannst damit, du kennst ihn noch gar nicht. Ich glaube, ich habe dir den kurz mal gezeigt, als er ankam, ne? Aber sonst. Hast du den noch gar nicht gesehen, so wirklich? So. Ich bin bereit. Jetzt mal Strich. Also ich glaube, für dich ist auch von Vorteil, dass da keine Griffmulden drin sind, sondern dass das Griffstück schön rund ist. Warum schreibe ich denn heute so krakelig? Was ist denn da los? Halleluja! Ich habe viel zu groß angefangen, ich habe Das ist doch egal, übertreibt. das Papier hat doch Platz.
Ja, Felix ist auch sehr aufgeregt, wie ihr reagiert. Also, ihr könnt ihm gerne auf Instagram ganz viele Nachrichten schreiben. Darüber freut er sich bestimmt sehr, wenn ihr ihn zu bombardiert mit Meinungen zum Füller. Also ist er sehr, sehr offen für Feedback und für Kritiken und überhaupt. Weil seine Kugelschreiber kamen schon gut an, dann hat er gemerkt, dass die Füllerszene auch da ist. Und im Telefonat mit ihm haben wir dann auch festgestellt, dass er dann doch schon lange nicht mehr im Thema Füller und Tinten unterwegs war. Aber ich konnte ihn da eines Besseren belehren, dass die Szene dann doch größer ist, als er dachte. Und er sagte auch, wenn der Füller hier gut Resonanz findet, dass er dann vielleicht auch noch einen zweiten oder auch noch mehr macht. Ideen hat er wohl schon. Also vielen Ich Dank, habe das Felix. N Achso, vergessen. ja, nicht so schlimm. Vielen Dank, Felix, nochmal für die Zurverfügungstellung des Stiftes, des Füllers. Den schicken wir dir dann im Anschluss wieder zurück. Eigentlich gefällt mir der Füller, also die Feder vor allem ziemlich gut, aber die mag das Schieben nicht. Du schreibst ein bisschen zu senkrecht für den Füller, ne? Das ist ja bei vielen Füllern, das hat mir, das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Das stimmt. Aber auch nicht die ganze Zeit. Also beim Klinger war es viel und hier beim R und beim I. Ich finde, die Feder in der Stärke M schreibt sich auch eher wie eine F-Feder. Von der, Nee, das bei finde dir ich gar jedenfalls, nicht. weil du so senkrecht schreibst. Bei mir oben schreibt sie wirklich wie eine M-Feder. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht von der Ich kann Strichstärke. heute einfach nicht schreiben. Mensch, Was ist denn Mensch. los? Musst du nochmal ein Schreibheft kriegen? Lange keine Füller mehr reviewed. Bin außer Übung. Ich habe gestern auch so viel geschrieben, vielleicht deswegen. Ja, und Felix meinte auch, man kann auch die kompletten Messingringe, die da dran sind, diese Zierringe, die kann er in der Größe, kann er auch Laser gravieren, also auch als Geschenk oder als Gedächtnis, Erinnerung, irgendwas. Da passt ein ganzes Gedicht drauf, hat er gemeint. Also so ein Vers passt da wohl rauf von der Größe. Das müsste man zwar da mit Lupe lesen, aber falls euch da eine Erinnerung noch eingravieren lassen wollt in so einen Füller, das kann er ermöglicht machen. Also warte, ich kann euch das mal hier demonstrieren mit dem Schieben. Also wenn ich ihn so senkrecht schiebe, findet er das gut. Aber Waagerecht. meine ich ja. Aber je senkrechter ich Ja, gehe, weil desto. das ist ja kein Tintendruck mehr. Also du drückst ja Ja. nicht mehr auf. Das ist ja völlig normal. Das ist Physik des Füllers. Das ist normal. Okay, aber wir hatten schon Füller, bei denen hat das funktioniert. Ja, die waren dann saftiger, ne? Das stimmt. Aber an sich finde ich die Feder echt ganz gut. Gefällt mir. Dann kannst du noch mal die Messingteile zeigen, jetzt gleich noch mal. Also auf diese Zierbinde vorne, auf dieser Messingbinde, da passt ein Vers rauf oder irgendein Satz oder irgendein Name. Also die könnt ihr, man kann es ruhig ein bisschen nicht dran halten. Der stellt ein bisschen fokussiert dann danach. Also es ist heute technisch alles möglich. Auch die Feder sollte wohl keine Probleme darstellen, da vielleicht auch noch was einzugravieren. Wenn ihr jetzt so eine Feder irgendwo im Zubehör kauft oder über Felix bestellt, wo nichts drauf ist, dann könnt ihr die auch, hat er gemeint, wäre kein Problem, dass man die sogar lasergravieren könnte. Also, dass ihr da euren Namen drauf machen könnt, euer Logo oder irgendwie sowas. Aber da müsst ihr mit ihm sprechen, falls ihr da Wünsche habt. Er versucht es umzusetzen. Und ein Logo hinten, so wie bei diesem Füller jetzt, auch gar kein Problem. Und hier habe ich auch noch mal vergessen zu sagen, das ist ja alles Damaszenerstahl und ihr kennt das vielleicht von den Messern oder so, dass man die ölen muss und so weiter. Das habe ich auch gefragt, ob das rostet vielleicht. Aber nein, rostet nicht, weil das ist Damaszener Edelstahl. Also die Farbe, die ihr hier jetzt seht, die bleibt genau so, wie sie jetzt ist. Die läuft nicht an, die rostet nicht, die müsst ihr nicht ölen, gar nichts. Also es ist quasi ein
pflegeleichter Füller. Das Einzige, was passieren wird, ist, dass das Messing ein bisschen anläuft und ein bisschen sich mit Patina zusetzt. Aber das ist völlig normal bei Messing. Das habt ihr bei jedem anderen Füller auch. Nur nochmal, damit keine Fragen aufkommen bezüglich des Stahls. Also da braucht ihr keine Angst haben, dass da sich irgendwas anfängt zu rosten oder irgendwelche Stellen auftreten, die dann hässlich werden. Da braucht ihr keine Bedenken haben. Sehr schön, Jana. Was sagst du? Mir gefällt der gut. Schöner Füller, ne? Wie gefällt dir das Gewicht? Auch gut. Ich mag ja so schwere Füller gerne. Ja, also die Kappe ist schön schwer. Wenn man die abnimmt, ist der Füller trotzdem noch schwer genug, um mit wenig Druck auf dem Papier zu schreiben. Das habe ich jetzt festgestellt. Hm. Die Griffzone fässt sich sehr gut an und man ist verführt, den Füller mit dem Füller zu spielen. Das ist so wie so ein Handschmeichler. Mhm. Also man möchte den anfassen. Also diese Maserung vom Stahl ist total cool. Macht total Spaß, auch die Kappe beim Schreiben in Hand zu halten. Wahrscheinlich hat Felix deshalb keinen Rollstock dran gemacht, weil man die Kappe sowieso die ganze Zeit in der Hand hält. Das kann ich mir gut vorstellen. Da muss ich ihn mal fragen, ob das Absicht war. Gut, das soll es für uns gewesen sein heute. Drückt uns! Wir drücken euch! Wir drücken uns jetzt auch und wir sehen uns am nächsten Montag! Tschüss! Tschüss!